Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Im Rahmen unserer neuen Serie Unsere Gemeinde sind wir heute in der Landeshauptstadt zu Gast und drehen einen Beitrag Unser Bregenz. Führer tut uns der Bürgermeister Markus Lehnhardt, ein sehr erfahrener und weit über 20 Jahre regierender Bürgermeister. Und dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Das ist unser Wahrzeichen. Und was mich wirklich freut, ist, dass es mittlerweile nicht mehr nur außen das Wahrzeichen ist, sondern nur innen. Wir haben den ganzen Turm einwendig neu gestaltet, haben da jetzt ein zeitgeschichtliches Museum drin, damit die Menschen auch ihre Geschichte immer wieder neu fassen können. Und ich glaube, dass das ein ganz tolles Beispiel ist, wie man in meinen Augen mit einer Stadt umzugehen hat. Man muss neue Impulse setzen, man muss Visionen umsetzen, aber man muss auch erkennen, wo sind die wirklichen Schätze, die diese Stadt hat. Und die muss man neu fassen, neu präsentieren und zugänglich machen. Und ich glaube, der Martinsturm, unser Wahrzeichen, außen wie innen, ist das beste Beispiel dafür. Und zugänglich, das dürfen wir rufen gehen. Ja, selbstverständlich kann man rufen. Markus, da sind wir jetzt in einem der schönsten Aussichtspunkte in der Stadt von Brey, überhaupt in der Innenstadt. Ganz sicher, wir sind da im Arkadengeschoss des Martinsturms, also im Inneren unseres Wahrzeichens. Und es ist wirklich ein Traum auf der Platz. 360 Grad Sicht, also man sieht ganz Bregenz und vor allem die Besonderheiten der Stadt. Da stehen wir vor der Schule Schändlingen. Das war ein ganz großer Wurf, den wir da vor 3 Jahren eröffnet haben, weil da ein ganz neues Konzept dahinter steht, nämlich ein gemeinsamer Schulraum der 6- bis 14-Jährigen. Schule konzipiert nach vollkommen neuen Gesichtspunkten. Also nicht mehr die Schule des Vormittags Frontalunterricht, sondern die Schule, wo die Kinder den ganzen Tag über betreut werden. Mit verschränktem Unterricht, Nebenräumen, Einbindung der Musikschule und. Und was mich besonders freut, ist, dass wir erstens einmal kopiert werden. Also das Modell mittlerweile macht Österreich wieder die Runde. Hat das nicht einen Preis gemacht? Und wir haben den österreichischen Bauherrenpreis gewonnen. Das ist so wahrscheinlich die größte Auszeichnung, die man kriegen kann für ein Objekt, weil dort eben nicht nur die gestalterische Lösung, sondern auch das Gesamtkonzept beurteilt wird. Und da haben wir Walz Fröd damit. Markus, wie viele Schulen hat Bregenz? Ja, wir haben in Bregenz, wir sind eine absolute Schulstadt. Wir haben 24 Schulen mit ungefähr 7.500 Jugendlichen, die da betreut werden. Ein absoluter Schwerpunkt in Bregenz ist der ganze Bereich der Kinderbetreuung, Kleinkinderbetreuung, Kindergarten und so weiter. Da wird der Kindergarten Gebhardt neu gebaut. Und ich bin stolz darauf, dass wir den Veränderungen der Gesellschaft entsprechen können. Wir kriegen die Kinder früher, wir kriegen sie länger, wir müssen sie ganz anders, viel intensiver betreuen. Das bedarf entsprechender Infrastruktur und da sind wir fest dran in den vergangenen Jahren und das wird uns auch noch in Zukunft verfolgen. Ja, hoffentlich auch. Ganz sicher. Ja, da sind wir im sogenannten Gutgeraum vor der Schule Schändlingen. Das war ein mutiger Schritt, den wir da gesetzt haben, nämlich den Kindern, den Jugendlichen, den Schülern den absoluten Vorrang zu geben. In der Straße ist von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends absolutes Fahrverbot. Um den Kindern eben die Sicherheit zu geben, um den Kindern den Vorrang zu geben und auch um in Zeiten des Klimaschutzes klare Akzente zu setzen. Wunderschöne Kirche von Clemens Holzmeister. Und rund um die Kirche ist das Stadtteilzentrum Mariahilf entstanden, in den letzten 20 Jahren. Und das ist für mich eigentlich eine von der größten Freude, die ich jetzt Bregenz habe, weil wir damit wirklich eine unglaubliche Veränderung haben. Wir haben dem Verkloster, dem bevölkerungsreichsten Siedlungsraum des Landes, erstmals ein Zentrum gegeben. Mit einem neuen Kindergarten, der Volksschule Kumpner, Lebensräumen Jung und Alt, der Lebensraum selber, dort vorne Sozialzentrum mit einem Kindergarten, dann im Hintergrund Schöller zwei Welten, die alte Schöllerfabrik, die in Bregenz eine unglaubliche Tradition hat, mit neuem Leben erfüllt. Dort das Theater Kosmos oben mit Diener, da hinten hinter neue Siedlung, einiges wird dort noch kommen. Und viel Grün da. Das ist eigentlich das Schöne, das Herzstück ist der Park Mariahilf
da hätte eine Siedlung herkommen sollen, das haben wir verhindern können. Und damit hat das vor Kloster, wie gesagt, der bevölkerungsreichste Siedlungsraum des Landes, ein Zentrum. Und zum Zentrum gehört natürlich ein Platz, wo man sich aufhalten kann, wo man lernen kann, wo man sich trifft, wo Kinder spielen können, wo man die Seele baumeln kann. Eine tolle Geschichte. Ein schönes Stück Bregenz. Ganz sicher. Das sind jetzt die Festspiele, die Bregenzer, das Highlight. Aber Bregenz hat kulturell natürlich noch viel mehr zu bieten. Ja, mit das Riesenglück, dass mit der Festspielefug für 70 Jahre die Kulturstadt Bregenz eingeläutet wurde und dass mit den Festspielen im Kielwasser der Festspiele unglaublich viel entstanden ist. Große Dinge wie die Meisterkonzerte, wie der Bregenzer Frühling, aber auch das ganze Jahr über Kultur in der ganzen Bandbreite. Wir sind stolz darauf, dass wir die prominenten Kulturhäuser in Bregenz haben, das Kunsthaus natürlich, das Museum, das Theater, eine Reihe von kleinen Galerien und noch einmal eine Vielzahl von Aktivitäten, wobei es mir wichtig ist, aber nicht immer nur die Hochkultur zu spielen, für die Insider, wenn man so will, sondern Kultur für jedermann und insbesondere auch Kultur für die Jugend. Da haben wir ganz tolle Initiativen, die auch auf der Kulturstrategie der Stadt Bregenz fußen, die wir erstellt haben. Young Art Generation, das ganze Konzept des Magazin 4 Neue oder eine tolle Geschichte, die wir letztes Jahr im Herbst gemacht haben, die Fink links am See, wo Volksmusik von jedermann gesungen im Vordergrund steht und. Was wir erlebt haben muss, ist das Sitzkissenkonzert auf der Werkstattbühne. Okay. Wirklich für die Kleinstkinder, wo wir versuchen, sie an Musik, an Theater, an Schauspiel, an Oper heranzuführen. Also Kultur in Bregenz beginnt beim Kleinkind, endet beim Senior, adressiert sich an die Jugend, adressiert sich an den Laien, an den Amateur, aber auch an den Kenner. Salabad ist in die Jahre gekommen, 40 Jahre alt. Es ist das eines der größten Projekte, das uns die nächsten Jahre begleitet. Es soll neu errichtet werden. Und zwar unmittelbar neben der Werkstattbühne in dem vorderen Bereich. Die Fläche wird nochmal frei. Bei der Gelegenheit etwas vergrößert werden. Wir rechnen mit einer Größe von ca. 38 Millionen, das ist ein gehöriger Brocken, aber ein wichtiger Brocken, weil es gibt keine bessere Gesundheitsprävention als das Schwimmen. Es wird unheimlich arg noch und wir stehen kapazitätsmäßig am Ende. Das Gebäude ist nicht mehr sanierbar und damit ist das der richtige Weg, den wir da gehen. Und im Sommer ist es denn das Strandbad? Im Sommer ist es das Strandbad. Ja. Das ist der große Vorteil, dass wir da variieren können, insbesondere das mit Personal. Das toll, ja. Seeufergestaltung. Ja, da sind wir ein wirklich ganz toller Platz, der neue Steg da an der Pipeline mit der Mille im Hintergrund. Ein besonderer Ort, den man eigentlich nicht kommentieren muss. Bei jedem Wetter, bei jeder Stimmung, der See ist einfach etwas ganz Besonderes. Und für Bregenz natürlich, es ist unser absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und vor dem Hintergrund freut es mich unglaublich, dass es gelungen ist, in den letzten 20 Jahren das gesamte Bregenzer Seeufer, von der Bregenzer Achtunner bis da zum Schanzgraber ein Stück hinter der Mille neu zu gestalten. Ja, das schaut ja wunderbar aus. Da haben, wir zuerst das Naturschutzgebiet, Meerau, rund 4 Kilometer, das wir vor der Erosion gerettet haben und den Menschen wieder zurückgehauen und wirklich ganz toll adaptiert haben. Dann der ganze Bereich Festspielhaus mit Festspielhausvorplatz, der ganze Bereich der Seeanlagen inklusive Hochwasserschutz. Bregenz ist jetzt bis zum 100-jährigen Hochwasser sicher. Dann haben wir den neuen Hafen, mit Sicherheit der schönste Hafen am See, der unglaublich toll angenommen wird. Und jetzt, wie gesagt, die Pipeline. Und da haben wir 2 Bauabschnitte schon gemacht. Der erste da, der zweite, den über die Milliusse bis zum Schanzgraben. Und das ist das einzige Stück, das uns noch fehlt, bis zum Locher Strampadusse. Und dann hätten wir wirklich das gesamte Bregenzer Seeufer neu gestaltet. Und das freut mich riesig. Und da hätte ich auch ein bisschen der Ehrgeiz, das noch fertig zu machen. Ja, wir sitzen jetzt im Günstler, das ist ein wunderschönes Lokal, da bist du auch gerne. Das ist ein Lokal, wo ich gerne bin, wo ich gerne Kaffee trinke. Wir haben einfach
interessante, spannende Leute trifft, tolle Gespräche führen kann, immer herrliche Ambiente an einem wunderschönen Platz. Mhm. Du bist in einer Diplomatenfamilie aufgewachsen. Wo bist du geboren? Ich bin in der Türkei geboren. Ich habe das Riesenglück gehabt, dass Kraft Beruf meines Vaters, dass ich ein bisschen die Welt rausgekommen und einiges gesehen habe, andere Kulturen, andere Sprachen, andere Gepflogenheiten. Ich glaube, dass mir das unheimlich zugute kommt, für mich persönlich, aber auch darüber hinaus, weil es, glaube ich, einfach wichtig ist, dass der Mensch denn und wenn einmal ein bisschen auch über den eigenen Horizont hinaus sieht. Was hast du nach dem Studium gemacht? Also nach der Schule hast du ein Studium gemacht? Technische Richtung? Ich habe Elektrotechnik studiert in Wien und habe mich immer schon ins Ländle zurückgezogen und vor allem in die Natur im Ländle. Wie ist ein Tag für dich perfekt? Ich bin ein unglaublich harmoniesüchtiger Mensch. Es muss einfach stimmen rundum. Mir ist es wurscht, wenn viel auffällt. Mir ist es auch gleich, wenn es heftig wird im Sinne von Diskussionen, von anderen Meinungen und so weiter. Ich möchte, dass es harmonisch arbeitet im Sinne von fair. Einander in die Augen schauen, es muss der Handschlag gelten, man muss wissen, wo man da ist. Was ich nicht mag, ist das Hinterrum und das Unterdure, das kann ich nicht verputzen. Das ist schon mal schon etwas gut. Kannst du kochen? Fürs Leben gern. Ich tue so, wenn ich da will haben. In aller Regel sind es den Fleischgerichte und wenn diejenigen, die ich da bewirte und bekoche, wenn es mir die Wahrheit sagen, dann gelingt es auch meistens. Du bist ein sehr humorvoller Mensch, schau das Lachen an. Bist du im Fasching unterwegs? Ja, selbstverständlich. Als Bregenzer Bürgermeister muss man das. Aber ich mache es nicht nur deshalb, sondern weil der Fasching in Bregenz wirklich was Besonderes ist. Ich nehme mich natürlich ein bisschen zurück. Man kann nicht in der Nacht festen und am Tag schaffen. Aber die Faschingsszene in Bregenz ist was Besonderes und vor allem die Faschingstradition in Bregenz. Es sind tolle Leute, es ist eine tolle Stimmung, es ist eine gute Tradition und ich bin der Meinung, man soll Traditionen pflegen. Hat der Markus noch einen Traum, wo er unbedingt einmal verwirklichen wird? Ja, und den werde ich mir auch verwirklichen irgendwann einmal. Ich habe einmal angefangen, so ein bisschen Schafzüchter und wenn ich den will haben, dann möchte ich das etwas intensiver machen. Mit Zurückzieher. Ich liebe die Natur, ich liebe die Berge, ich liebe den See. Du bist ein Sportler. Was hast du für Sportarten betrieben? Mein Gott, das ist eigentlich nichts, was ich nicht probiert habe. Ich war nirgends eine Koryphäe, ich war nirgends besonders gut, aber überall dabei. Und was mir immer gefallen hat, sind Ausdauersportarten. Ich bin viele Jahre, eigentlich jahrzehntelang gerannt. Marathon war es ja auch. Marathon habe ich zwar gemacht, einen Triathlon habe ich mitgemacht, Schwimmer, Radler. Ich berg auch, Skitour, gehe sehr gleich. Nichts, was es nicht gibt. Das sind die Dinge, die mir wirklich gefallen. Danke, Markus. Gerne. Unser Rundgang neigt sich dem Ende zu. Wir sind jetzt im Herzen von Bregenz eigentlich, am Kornmarkt. Der neue Kornmarkt, den wir 2007 eröffnet haben und der Bregenz eigentlich erstmals ein wirkliches Zentrum gehabt. Ein Ort, wo man sich das ganze Jahr über aufhaltet, wo man sich trifft, wo man sich begegnet, wo eigentlich genau das stattfindet, was in einer Stadt stattfinden muss und passieren muss. Und das Besondere ist für mich, dass der Kornmarkt auch wirklich funktioniert in jeder Hinsicht. Wir haben die Kulturhäuser auf der einen Seite, wir haben eine Geschäfts- und Lokalszene auf der anderen Tolle Seite. Tolle Lokalszene. Mit einem ganz tollen Angebot. Ein ganz großes Thema für Bregenz in den vergangenen Jahren, aber auch in der Nächsten, ist das Thema Stadtentwicklung. Wohin geht die Stadt? Wir müssen erkennen, wo sind die Stadtzentren, die es zu entwickeln gibt? Wie sind sie miteinander zu vernetzen? Auf welchen Achsen lassen wir welche Entwicklung zu? Wenn man im Außenraum den richtigen Stellenwert gibt. Einfach Schritt für Schritt das Richtige tun. Also Bregenz ist mehr als das Meer am See. Es sind jetzt Hütter-Leberdörfer. Es ist einfach wunderschön da. Das ist richtig. Bregenz ist eine Stadt, die mich fasziniert, ist eine Stadt mit Herz. Und es gab in den nächsten Wochen eine intensive, eine arbeitsreiche, aber wie ich meine auch erfolgreiche Funktionsperiode dem Ende zu. Am 15. März wird wieder gewählt. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich mich der Wahl wieder stelle, weil es mir einfach ein großes Anliegen wäre, diese Stadt mit Herz weiterzuentwickeln, gewisse Dinge aufs Gleis zu setzen, fertigzustellen und ich würde mich freuen, wenn die Bregenz und Bregenzerinnen erstens zur Wahl gehen. Das ist ein Muss in meinen Augen. Und darum möchte ich wirklich ganz, ganz dringend bitten und das eben ans Herz legen. Und wenn man bereit wäre, mir und meinem Team, ein tolles Team, das Vertrauen zu schenken, dann würde mich das sehr freuen. Für eine Stadt mit Herz.